Ich habe da so ein Casting laufen. Nein. Oh, Sie sind's. Ich dachte, Sie ermitteln für uns im Fall des Bankraubs. Also tun Sie das gefälligst. Ich verliere hier sonst meinen Job. Ja, genau, das tun wir gerade. Nun, ich bin eine vielbeschäftigte Frau. Also, wenn Sie etwas von mir brauchen, lassen Sie es einfach, ja? Vase hat... Oh, Scheiße. Eine Modemünze! Ich habe auf den Unterlagen auf dem Tisch geklickt und dann kam ein Gespräch. Da? Ja. Okay, dann mache ich das mal mit. Und diese Papiere hier. Das sind private Bankangelegenheiten. Danke für Ihr Verständnis. Oh, tut mir leid, als Detektivin entwickelt man so eine Angewohnheit. Aber Sie haben ja wirklich schrecklich viele Dokumente, Miss Goodsafe. Was? Die hier? Das sind alles Versicherungsunterlagen. Nicht, dass Sie das irgendetwas anginge. War mir nicht klar, dass die Large Reserve Bank auch Versicherungen anbietet. Ist das ein neues Geschäftsfeld? Das macht doch fast jede Bank. Nein, das ist keine Versicherung für unsere Kunden. Das ist unsere eigene Versicherung. Die Bank versichert sich gegen unvorhersehbare Missgeschicke und dergleichen und wir könnten glatt unser Geld wieder zurückkriegen. Im Falle eines Brandes oder einer anderen unvorhersehbaren Katastrophe erhalten wir eine Zahlung, mit der wir unsere Verluste decken können. Also, wenn das hier mal keine unvorhersehbare Katastrophe ist... Ein Bankraub dieser Größenordnung. Ja, das stimmt. Man weiß eben nie, was einen im Leben so alles erwartet. Also ist die Bank versichert. Aber ist es gleich auch Versicherungsbetrug, was da... Aber ich glaube nicht. Nein. Also vielleicht... Ich glaube nicht, dass die Versicherungsbetrug geplant haben. Also sie... Nee, sie sowieso nicht. Die ist doch, glaube ich, erst dahin gekommen, weil sie Sickleston ersetzen musste, oder? Die Large Reserve Bank hatte eine Versicherung gegen Naturkatastrophen oder Diebstahl. So wird sie im Fall von nicht verschuldeten Verlusten entschädigt. Ja, blöd ist nur, wenn die Versicherung rauskriegt, dass das Geld noch da ist. Rätsel! Wo? Im Teller! Da ist noch Kuriosität in der, im Telefon. Okay, dann nehme ich die noch mit. Hast du wenigstens auch die Modemünze? Ja. Und im... Grandiose Geschenkschachtel. Und im... Teller, oben links. Ein Rätsel. Oh Gott, das wird das Aufholrätsel. Ein echtes Prachtstück, findest du nicht? Geht so. Mich persönlich interessiert das Rätsel dahinter noch mehr. Meine Güte, das war mir ja gar nicht aufgefallen. Was für ein originelles Versteck für ein Rätsel. Und jetzt geht's los. Der Beckenstoß. Im Stau, oh wei. Das hier ist die Geschichte einer Straße, in der es ständig Staus gibt. Sie hat zwei Spuren und ist ziemlich eng. So dass zwei Autos gerade noch so nebeneinander fahren können. Oh Gott, ich denke gerade an andere Sachen. Wenn es eine Stunde lang einen Stau gibt, befinden sich 100 Autos in der Warteschlange. Bei zwei Stunden sind es 200. Wenn ausschließlich Autos für einen Stau verantwortlich sein können, wie viele Autos braucht es mindestens, damit eine Wartezeit von 3 Stunden auftritt? Die, muss ich kurz sagen, das war, das können wir nicht zählen lassen. Warum nicht? Weil das war das, was Tendocast mir gesagt hat, was ich dir auch schon erzählt habe. Wo ich nämlich schon die Lösung weiß. Okay, und ich glaube auch. Und da bin ich nämlich auch so fair. Okay, danke. Ja, es kam mir auch irgendwie bekannt vor, das Rätsel, aber ich wusste nicht mehr, in welchem Kontext. Und deswegen bin ich so fair und sag das jetzt nochmal. Alles klar. Okay, dann ist es leider kein Aufwunden-Rätsel. Ja, ich wusste nicht, ob er das nur als Beispiel meinte und es aufwunden hatte oder ob er es wirklich schon gespielt hatte. Aber das war dann dieses Rätsel. Ja. Und wir beide wissen schon die Antwort. Also ich würde jetzt sagen, es war 2, ne? Es war 1. 1 nur? Ja, 1, das sich querstellt. Ach so, ja, klar, stimmt. Das geht ja auch noch. Wenn man kurz auf meine Idee hören könnte. Bitte nicht. Kann natürlich nicht mit Miss Layton mithalten. Nee, und deswegen, also wir kannten, also ich hätte jetzt natürlich so fies sein können und einfach nur schnell die Einzelnen schreiben können und du hättest es nicht wahrscheinlich nicht gemerkt. Ja. Aber ich bin halt fair. Das ist lieb. Du Querdenker, wird das erste Auto, also ein nicht gewertetes. Ja. Genau. Steht schon da. Mhm. Schön.
Wird das erste Auto seitlich über beide Spuren geparkt, reicht das für einen Stau. Die Frage war nicht, wie viele Autos im Stau stehen, sondern wie viele Autos es braucht, damit es einen Stau gibt. Ja. Eigentlich bräuchte es ja zwei. Damit einer weil einer muss ja im Stau stehen. Hier. Wegen dem anderen. Mhm. Das ist echt, also das ist auch wieder wir so. Erinnern. Du hast 90 Rätsel gelöst. Habe ich gehört. Mhm. Interieur-Ticket. Juhu. Da, ich habe es geschafft, Mist. Miss, es ist vollbracht. Danke, Ernest. Und das ist auch gut so. Es kann schließlich schlecht sein, dass mein Assistent keine Rätsel lösen kann. Oder es vorgesagt kriegt. Wie recht du doch hast, Miss. Aber kein Grund zur Sorge. Ich werde dich nicht enttäuschen. Der andere Teller hat eine Hinweismütze. Bling! Und eine Lampe rechts. Und die Modemünze, ich denke mal, die zählt zu den Münzen, oder? Ja. Hoppla, echte Blumen, die werden nicht gern abgeschleckt. Ich dachte, sie wären aus Plastik. Die werden auch nicht gern abgeschleckt. Aber es tut auch Natur zu sehen. Ach ja. Oh, da links in der Ecke ist ein Safe, den habe ich abgeklickt. Hier, den in da. Den hier in da. Irgendwo. Oh, was für ein putziger kleiner Safe. Ein ganz anderes Kaliber als der Tresorraum von eben, nicht wahr? Vielleicht sollten wir uns im Büro auch so ein Safe zulegen, Miss. Leider habe ich nichts, was wertvoll genug wäre, um es in einen Safe legen zu müssen, Ernest. Und Geld auch nicht sonderlich viel. Und der Nächste, der spricht, ist wahrscheinlich Shirl. Ja, und deine Dokumente bewahrst du ja ohnehin am liebsten in einem riesigen Stapel auf deinem Schreibtisch auf. War klar. Warum? Naja, dass Shirl wieder über sowas irgendwie einen Spruch macht. Das habe ich kommen sehen. Jetzt interessiert sie also mein Safe, ja? Nun, wie man sieht, ist er im Vergleich zum Hermit 5000 winzig, aber auch er stammt von Mr. Banker. Er wurde also ebenfalls von seinem Unternehmen hergestellt? Ja, obwohl ich nicht viel über seine Geschäfte außerhalb der Bank weiß. Offenbar bewirbt er diese kleinen Safes so sicher wie der Tresorraum einer Bank. Keine Frage, ihr Chef ist ein scharfsinniger Geschäftsmann. Mr. Banker ist meiner Meinung nach der Inbegriff des perfekten Managers. Findest du nicht auch? Ja. Bisher hat er sich hauptsächlich auf den Finanzsektor konzentriert. Ich glaube aber, dass er in Zukunft auch gern in anderen Bereichen, Branchen aktiv werden möchte. Meine Güte, er ist wirklich ein beeindruckender Mann. Ja, es ist schon außergewöhnlich, dass die Large Reserve Bank in nur 10 Jahren Filialen im ganzen Land öffnen kann. Okay, dann haben wir jetzt noch eine Sache, die wir zu finden haben. Ich denke mal mit Irene, oder? Was? Ja, leider. Warte mal, was gibt's hier noch? Ach nee, die Tisch auf dem Tisch, die Stapel, das war ja schon. Ja. Bla 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 bla. Gibt's sonst noch irgendwas, was man... Ich habe jetzt sie angeklickt. Okay, dann mache ich das jetzt. Und, wollten Sie mich etwas fragen? Eigentlich nicht, aber wir müssen. Ja, wollte ich. Wie ich hörte, wurde das Verschwinden des Geldes aus dem Tresorraum noch nicht öffentlich gemacht? Natürlich hat die Bank nicht vor, einen Vorfall wie diesen für immer zu verschweigen. Doch er könnte Auswirkungen weit jenseits der Large Reserve Bank haben. Wie meinen Sie das? Ich meine, dass das Verschwinden von 100 Millionen Pfund wahrscheinlich weitläufige finanzielle Unsicherheiten auslösen wird. Und das nicht nur in London, im ganzen Land. Eine Massenpanik! Deshalb habe ich Inspektor Hastings gebeten, die Sache unter Verschluss zu halten, bis wir uns so gut wie es geht darum gekümmert haben. Wenn der Zeitpunkt gekommen ist, geben wir eine Pressemitteilung heraus und dann wird die Bank die volle Verantwortung für alle Punkte übernehmen, in denen unsere Handhabung der Lage suboptimal war. Verstehe, danke, das erklärt es. Herr Jemis, ich wusste ja, dass die Lage ernst ist, aber so ernst? Wir müssen das verschwundene Geld finden. Gut, ich glaube, wir haben fürs Erste alles, was wir brauchen. Danke, Miss Gutzeif.
Ich weiß nicht, was das alles mit dem Backgrab zu tun hatte. Was für eine Zeitverschwendung. Keine Sorge, ich versichere Ihnen, dass wir das verschwundene Geld finden werden. Naja, ich mache mir da keine großen Hoffnungen. Oh, glauben Sie etwa, ich wäre der Sache nicht gewachsen? Richtig. Was? Oh, nein. So war das nicht gemeint. Spielt auch keine Rolle. Sobald die Sache hier vorbei ist, werde ich mich wohl ohnehin von meinem Posten als Generaldirektorin verabschieden. Wie unfair. Ich meine, dafür können Sie doch nichts, oder Miss Goodsafe? Dafür kann doch allein der Bankräuber etwas. Trotzdem, die Verantwortung liegt bei mir. Ich muss für die Probleme der Bank gerade stehen. Und da ich das nicht möchte, werde ich vorzeitig kündigen, so wie die meisten Leute in hohen Positionen in Banken. Und ich glaube nicht, naja, ich gehe nicht davon aus, dass sie die Verbrecher schnappen werden. Oh, keine Sorge, Miss Goodsafe. Miss Layton konnte bisher noch jedes Geheimnis enträtseln. Ich bin mir sicher, dass sie herausfinden wird, wer hinter der Sache steckt. Noch jedes Geheimnis enträtselt. Das hört sich immerhin vielversprechend an. Yo! Seth. Ah, wir gehen zurück. Okay. Ach so, wenn nur Autos für den Stau verantwortlich sein können, ja, dann kann ich einfach einen Baum auf eine Fahrbahn gefallen sein. Ja. Was ja auch eine Idee gewesen wäre bei dem einen Rätsel. Und konnte Ihnen Bianca etwas Nützliches erzählen? Ja, sie war eine große Hilfe, danke. Obwohl sie offenbar der Meinung war, meine Fragen hätten nichts mit dem Fall zu tun. Nichts mit dem Fall zu tun? Warum in aller Welt haben Sie dann Zeit damit vergeudet? Oh nein, das ist keine vergeudete Zeit. Manchmal kann sich das, was anfangs unwichtig erscheint, am Ende als wichtige Information herausstellen. Insofern und das, was uns wichtig erscheint, wird sonst lichtig und klein. Insofern könnte man jedes Thema als relevant für dieses Thema für den Fall bezeichnen. Ja gut, das klingt einleuchtend. Ruhe im Gerichtssaal. Ist in der Geschäftswelt ja ähnlich. Oh, im Ernst? Nein. Nur wenn man sich persönlich mit den Geschäftspartnern unterhält, lernt man sie wirklich kennen. Und nur so lernen sie einen kennen. Apropos, wollen wir uns nicht mal besser kennenlernen? Ich habe da immer noch mein Privatbüro. Angeblich beginnen die meisten neuen Gespräche mit einem zwanglosen... Geschäft. Ja, Gespräche beginnen erstmal mit einem Geschäft. Doch, bei mir ist das manchmal so, wenn ich Sachen auf eBay Kleinanzeigen verkaufe. Mhm. Also erst macht man das Geschäft und dann kommt man irgendwie ins Quatschen. Das ist voll gut. Manchmal lernt man was bei. Also verstehe ich voll und ganz, wie wichtig es ist, sich mit Menschen zu unterhalten. Nur zu schade, dass... Nun, ich bin leider kein sonderlich guter Gesprächspartner. Aber Leute sagen mir immer, dass ich so eine wunderbare Stimme habe. Das überrascht mich jetzt nicht wirklich. Miss, vielleicht nicht ganz so brutal, ehrlich. Wo ich so darüber nachdenke, ich habe mich schon lange nicht mehr mit Bianca unterhalten. Gerade eben zwar erst, aber eigentlich ist es schon ewig her. Zumindest nicht so richtig. Früher hatten wir noch wirklich interessante Gespräche über das Geschäft und dergleichen. Oh, ich wusste gar nicht, dass sie sich so nahe standen. Bianca ist eine unglaubliche Geschäftsfrau. Immer auf der Suche nach Perfektion. Bei ihr war die Bank all die Jahre bestens aufgehoben. Aber genug geplaudert, ja? Sie haben da so etwas an sich, Miss Layton. Ihnen erzählt man gern Dinge. Das ist wohl die Detektivin in Ihnen, was? Kann gut sein. Das erinnert mich gerade an jemanden, der aus einer Serie, dem man auch gern Dinge erzählt. Ja. Die Leute erzählen mir einfach gern Dinge. Also, zurück zum Thema. Wie geht es mit den Ermittlungen weiter? Eigentlich hatte ich ja vor, mich außerhalb der Bank umzusehen. Außerhalb? Bringt sie das weiter? Sie sind immer für eine Überraschung gut, nicht wahr, junge Frau? Gut, ich freue mich auf Ihre Meinung zu dieser ganzen Sache, sobald Sie Ihre Ermittlungen abgeschlossen haben.
Okay, dann... So gekippt, eingepackt. Du nimmst mir die Worte aus dem Mund. Ja. Und hier war ja eh nichts mehr in dem Raum. Eben. Gut, dann... Blub. Blub. Du die Flammen. Und wir haben immer noch eine Kuriosität nicht. Oh. Und ich bin immer noch vorne. Noch. Mit einem Punkt. Ich hoffe, ich kann es beim nächsten Mal wieder ausbauen. Okay, dann... Zugeklappt, zumindest bei mir. Ja. Du bist fertig mit deinem? Ja. Und dann würde ich sagen, bis zu das nächste Mal. Ja. Hallo, Chat! Das ist ja jetzt... Oh, das ist schade. Entschuldigung, aber wir sind leider schon vorbei. Ja, tut mir leid. Ja, sorry. So, Streaming stoppen und Aufnahme stoppen müssen wir gleich noch. So, also dann. Bye, bye.